Drei Schülerinnen sind sich den letzten Podcast angeguckt. Hallo, Pubila. Hau das. Pause, Mom. Willst du nicht kommen? Das ist ein bisschen. Auch einfach so. Wir sind Janik und Chill. Und wir kennen uns seit der Geburt am Anfang. Und wir haben zusammen den Podcast Pause. Gegründet. Über die Gründung vom Podcast haben wir aber auch nur gefragt. Ganz einfach, ich habe ihr gebraucht, jemand mehr Podcast möchte, und du war halt eben du. Also nee, das. Das, ich. Wie soll ich das sagen? Ich bin mit Team an Belle Etoile gegangen und ich habe mich davon überzeugt, den Podcast mit mir zu machen, weil ich war wirklich. Also ja, es schön hat gebraucht, Leute haben uns immer gesagt, wenn ihr zwei zusammen seht, das ist immer mega witzig, das ist immer der entertaint für ihn. Und ich habe gesagt, hey, weil hat ich meine Kamera schei aus, und ich habe gedacht, wie soll man dann nicht einfach Podcast zusammen machen? Seitdem nerven wir die Leute, all zwei Wochen. Wir wollten wissen, wie sie sich beim Abholen von einer neuen Folge präparieren. Gut nicht. Also nicht wirklich. Chill und ich, wir sind oft, dass wir uns einfach an der Woche schreiben und dann so, also das Woche, das Sonntag oder nächste Woche, wo wir abholen oder wo wir rauskommen. Und da sind wir so ein bisschen an der Zwickmädchen mehr das rote Spiel für uns. Und dann gucken wir, wenn ich die letzte Folge rauskomme, so, ah ja, das war da, okay, dann holen wir los ja. Ab. Was brauchen wir für Themen? Genau, was brauchen wir? Kategorien sind noch nicht voll. Oh, du hast dann nicht. Mal dazu. Du vielleicht wir warten um Pause. Ich meine, chill, also ich ob der nun kommt, weil wenn noch mehr gegangen wäre, dann gibt man auch nicht knickeli-knackig oder so. Oder, ja. Also, es war eigentlich so, dass man in einem Gesicht schon den nicht so aus wie all die Podcasts nehmen, die dann rauskommen sind. Die waren immer so immens konstruiert, ganz extrem zur Summe gesagt. Und du mal gehört, wir brauchen etwas Einfaches, wo die Leute direkt wissen, um was es geht. Und dann mache ich Pause. An einem Wort, war das Pause? Laber-Podcast. Das könnte nicht von euch. Nee, das könnte nicht von euch. Mehr an einem Wort, innovativ. Weil wir schwatzen über ganz viel und dafür das geht oft ein bisschen belächelt, wie all die anderen Podcasts, die noch keinen Gast mehr einfach in der Nähe schwatzen. Das ist immer so ein bisschen, geht immer so ein Entertainment gedreht und du gingst nicht lehren und das hat irgendwie keinen Mehrwert mehr. Kennen aber auch kannst du trotzdem etwas Innovatives oder irgendetwas Gescheites per Zufall raus. Das ist meistens nicht gewollt, mehr kannst du leer diese Web ist. Willkommen, bienvenue, welcome!